Vom Gelände des Rassegeflügelzüchtervereins Meißner Bergland ertönt lautes Krähen. Zum Hahnen-Kräh-Wettbewerb für jedermann sind viele Hobbyzüchter und Hühnerhalter nach Velmeden gekommen. In den 53 Käfigen herrscht geschäftiges Treiben. Einige Hähne scheinen sehr aufgeregt zu sein, andere wiederum picken genüsslich und wirken entspannt. Unter den rund 30 vertretenen Rassen, die in die Kategorien große Hühner, Zwerge und Urzwerge unterteilt werden, befindet sich auch das Appenzeller Barthuhn, eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse. Ziel des Wettbewerbes ist es, viele Kräher zu sammeln. Gewonnen hat der Hahn, der in 30 Minuten am häufigsten kräht. Manche Tiere krähen bis zu 70 Mal in dieser Zeit. Eine Fachjury ist dafür zuständig, die Kräher zu zählen, um am Ende den Sieger zu prämieren.